nehme an. Aber der andere kommt auch noch. Reife. Jetzt ist noch so viel drin. Mhm. Steht bestimmt schon 8 Tage im Kühlschrank. Mhm. Wenn er gut ist, muss man noch trinken können. Auf jeden Fall, ja. Gleiche Winget. Das war vor ein paar Jahren wirklich ein Erweckungserlebnis. Da gab es diese Veranstaltung im Schloss Marienthal, beim Werner Neckel. Aha. Und irgendwie im Rahmen der Probe, das war mein erster Aufschlag und die Überlegung, gehst du überhaupt in die Weinbranche rein, hast du Lust, aus einem Hobby nochmal einen anderen Beruf zu machen? Und da hatten sie, ich weiß nicht, 10, 12, 14 Jahre alte Hermannshüllen waren so drei in Reihe mitgebracht. Das war wirklich ein Erweckungserlebnis, die drei so hintereinander weg zu verkosten. Das war, ja, das ist ja das, was ich auch erzählt habe mit den Mädels, mit meiner Tochter und so. Mhm. Da muss man ein bisschen herangeführt werden. Das ist unterschiedlich. Ich meine, das ist natürlich unfair dem Wein gegenüber. Die Flasche, die so lange angebrochen im Kühlschrank steht, ist normalerweise nicht mehr da. Das macht dem nichts. Natürlich frisch wäre ein bisschen lebendiger, aber egal. Aber er zeigt den Jahrgang. Das ist eine 14er Hermannshöhle. Muss man nur daran riechen, dann merkst du schon deutschen Unterschied. Schon die Nase. Ja, das ist was ganz anderes. Ja, das ist ein ganz anderes Reifepotenzial. Und trotzdem. Verstehen Sie, was ich sage mit dem Balance? Mit dem so. Großes Orchester. Mhm. Ja? Du musst das Glas groß genug sein. Und dann muss man, wir machen jetzt schneller, das müssen wir jetzt nicht machen. Aber das ist so, solche Weine kannst du dann auf dich wirken lassen. Wie? Hören. Auf dich wirken lassen. Das ist ja immer noch da. Ja. Ist ja immer noch da. Hm. Ist nur verdünnt, aber ist immer noch da. Und hat jetzt sogar Fraktionen, wenn man genau hinhört, das ist doch schöner. Hm. Vorher ist es ein bisschen lauter. Aber das ist immer noch da. Nicht unangenehm. Ja. Das ist für mich tatsächlich ein wesentlicher Teil des Weingenusses oder auch des Hobbys Wein. Das können große Weine. Genau. Ich spüre den jetzt immer noch. Das, was ich vorhin gesagt habe. Ich gehe nach so einem Wein. Furchtbar anstrengend. Gehe ich, obwohl es eine Stunde her ist, dass ich den letzten Schluck hatte, beseelt mit dem Geschmack immer noch ins Bett. Gutes, große Weine, gutes Restaurant ist, wenn der Kettlestar steht, die Zähne zu putzen. Ja. Das habe ich vergessen heute. Ja, muss nicht sein. Das ist gut. Ja. Geht doch. Jetzt sind noch ein älterer, 9er. 2009 haben wir es. Viel, viel, viel reiferes Jahr. Also in Anführungszeichen größeres Jahr. Wobei der 14er fasziniert mich. Hier, das ist mächtiger halt. 9er war Wärme. Aber die Wärme ist auch zu spüren. Und okay. Das ist das also auch, wenn man Weine einkauft. Du musst das fast nebeneinander haben, um das beurteilen zu können. Die einzelnen Wochentage, die einzelnen Jahrgänge. Wo gibt's das mit anderen Produkten? Das stimmt, ja. Wo gibt's das? Keine Probleme. Wärme. Das macht schon sehr glücklich. Ja, jetzt könnten wir überlegen, das ist jetzt wieder im Sascha-Sand-Ding, wenn irgendwo irgendwelche Menüs, wo wir überlegen, welche. Der. Mhm. Können wir 4 Stunden hier sitzen, können diskutieren. Und dann essen wir im Geiste das Menü und am Schluss die Flasche leer. Wir wissen immer noch nicht. Aber auch schön. Dunklere Töne, dieser Jahrgang. Mhm. Der andere ist etwas heller
Und hier, das ist eine andere Musik, jetzt müsst ihr die Musik, die Jungs, die sich da auskennen, welche Komposition hier zu denken, also in diesem, diese Gefühle erweckt. Und er ist beileibe nicht am Ende. Das Jugendliche. Also jetzt von der Lagerfähigkeit. Der macht die nächsten 20 Jahre nichts. Er muss dann nicht ordentlich liegen. Ganz, das ist nicht unwichtig. Ja, klar. Wir kriegen manchmal Wahlen zurück von lieben Kunden, wo der Mann gestorben ist oder die Frau irgendwas auflöst. Und dann habe ich, das ist manchmal hochinteressant. Also die wenn sie sagen, die ich kenne, sage ich, oh, wir haben noch diese Flasche und diese Flasche, oh, ich bin ganz begeistert, die können, gib mir die zurück, mit, also ihr kriegt andere Weine oder ich kaufe die auch zurück. Ja. Mhm. Wie unterschiedlich Weine sich entwickeln können, je nachdem, wo sie gelegen haben. Wenn sie ordentlich gelegen haben, sind sie vergleichbar unseren Weinen bei uns, die also jetzt nicht unbedingt immer bei 10 Grad liegen, das gibt es so und so nicht. Aber wenn sie relativ gleichmäßige Temperatur haben. Mhm. Die Jahrgangsschwankungen sind nicht so das Problem. Die können Räume, die im Sommer wärmer werden, die auch wegen mir 18 Grad warm werden, das ist nicht so dramatisch, weil sie wieder langsam kälter werden, im Winter sind sie wieder ein bisschen kühler. Mhm. Das ist okay, aber es ist nicht schön ist es, wenn sie so abrupte Schwankungen haben. Ja, deshalb ist zum Beispiel, viele denken, okay, wir müssen die im Kühlschrank legen, dann liegen sie im Kühlschrank, dann werden sie wieder rausgeholt, dann liegen sie mal wieder im Kühlschrank. Das ist nicht gut. Das also, was wir beobachtet haben, zum Beispiel in Weine, die wir zurück oder wo wir probiert haben, aus USA oder so, die Export gemacht haben. Da muss man sehr vorsichtig sein, die sind dann unter Umständen nicht mehr so, wie wir sie kennen. Weil die zu oft Klimaschwankungen mitgemacht haben. Die waren dann auch irgendwann zwischendurch in ihrem Leben mal ein paar Tage viel zu warm, und dann waren sie wieder eiskalt. Das ist ja dann wie eine Luftpumpe. Ja. Die dehnen sich aus, ziehen sich zusammen, dehnen sich aus, ziehen sich zusammen. Und die sind dann viel schneller gereift und manchmal nicht zu erkennen zu dem, was wir im Keller haben. Ich habe schon Weine, von wo mir jemand zurückgebracht hat, wo die Oma gestorben war, die doch von uns Weine hatte, der wollte mir eine Freude machen, ich habe mich auch riesig gefreut, wo wir anschließend die Weine aufgemacht haben, denke ich, oh, ich war erschrocken, denke ich, oh, das kann doch nicht sein. Dann habe ich den gleich aus unserem Keller geholt, ich habe gedacht, das ist sowas von anders. Mhm. Aber dann ist mir klar geworden, der Wein stand irgendwo in der Garage oder was, toll was. Und der war nicht kaputt. Nur der hat 10 Jahre älter geschmeckt wie unsere. Mhm. Also hat er sich einfach schneller und auch eigentlich ungünstiger entwickelt. Ja, schneller gereift. Und dann für mich, weil ich die nicht kenne, ich kenne dann halt die Weine von unserem Keller, von unserem Raum. Und dann war ich überrascht, denke ich, der schmeckt ja 10 Jahre älter, wie ich das mir vorstelle. Nicht kaputt, aber viel älter. Und dann, da habe ich dann im Vergleich eine geholt von uns aus dem Keller. Und dann war ich dann wieder, konnte ich schlafen gehen. Und so Obergrenze, würden Sie 18 Grad sagen, oder? Nein, es gibt keine Obergrenze. Ich mag nur nicht diese ständigen Schwankungen. Also ein Keller, der langsam sagen wir, auf 20 Grad geht also und dann ganz langsam wieder runtergeht, richtig, im Winter auf 12, ist auch noch für Sie okay? Ist in Ordnung. Ist natürlich nicht so, aber für die Lagerfähigkeit, die meisten Menschen, die 10 oder 20 Jahre die Weine liegen lassen, ist okay. Aber wenn sie da 100 Jahre liegen lassen, ist nicht okay. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, aber wenn man erstmal das Geld hat, um 50 oder 100 Euro teure Weine zu kaufen und davon ein paar mehr, in der Regel sind die Leute auch dann mal 50 oder noch ein paar Jahre älter, wenn man dann sagt, mit liegen lassen, will man das ja auch noch irgendwann trinken. Also die Menschen, die jetzt, ich sage mal, 50 Jahre alt sind, denen muss ich sagen, ihr Leute, ihr werdet eher sterben, bevor der Wein kaputt ist. Naja. Der Wein überlebt euch. Das ist ärgerlich zu wissen. Die Weine, die hier stehen, die werden mich überleben. Die also werden, wenn ich gestorben bin, werden die noch schmecken. Sollte man lieber irgendwann anfangen, seinen großen Weinkeller zu trinken und zu genießen? Also ja, auf jeden Fall. Also nur in den Keller lege und nichts trinke, ist blöd.
Also immer schon mal dran gehen. Und Spaß haben und darüber diskutieren und ein bisschen Spaß haben. Lebensfreude. Ja. Entschuldigung. Ja, ja. Karfe. Ja. Ja. Und um Himmels Willen, was ist ein Flasch Wein für 20, 30 Euro, 40 Euro? Was ist denn das? Für Spaß? Um Himmels Willen, das ist ja viel zu wenig doch. Eigentlich schon, ne? Ja, viel zu wenig. Für den Spaß, das, also jede Theaterkarte kostet mehr. Das ist wertvoller. Das ist wertvoll, das ist unik, das ist nicht vermehrbar. Das gibt es nur so viel mehr in der Welt. Also das kann ich also nicht verstehen. Natürlich, ein normales Glas Wein zu trinken, das muss 50 Euro kosten, das ist ja Blödsinn. Aber gewisse Grundwert schon, haben Sie gesehen. Also insofern nichts geht doch nichts, ja? Und wir machen uns die Arbeit und wir bezahlen unsere Leute richtig gut. Die müssen auch ihr Spaß haben, die leben davon. Und die wollen ihr Spaß haben, das gehört sich so. Aber wenn es richtig gut wird, um Himmels Willen, das ist gar kein Wert. Das ist so, ist ein Unikat ohne Ende. Ja. Eine endliche Sache. Weg ist weg. Und Unikat. Ja. Wenn ich dann erzählen kann, dann war ich dabei. Weißt du mal, ich habe 1921 gedruckt, du nicht? Und der Hermannshöhle von dem Jahr und von dem Jahr. Ja, war ja ein bleibendes Erlebnis. Ja, ja. Mhm. Ja, es gibt eine ganze Reihe, also zum Glück gibt es doch viele Menschen in der Welt, die das erkannt haben. Und davon leben wir ja. Es gibt natürlich auch Auswüchse, ja. Okay, die gibt es auch, wenn ob ein Wein 50.000 Euro kosten muss, vielleicht Wein, da habe ich meine Fragezeichen. Irgendwo gibt es natürlich jetzt irgendwas, aber gut, das gibt es in der Kunst auch, das ist auch nicht schlimm, ja, aber das ist dann eine andere Welt. Ja, aber wir sind ja hier weit weg von Spekulation. Ach, das ist gar nicht, ich will, es gibt bestimmte Weine, wir haben ja auch schon Weine für einzelne Flaschen sehr viel hohe Preise erzielt, ja. Da bin ich auch stolz drüber, weil das ist dann auch eine Reputation für die Landschaft, für die Arbeit, unsere Arbeit. Da werden wir nicht reich davon. Aber das gehört sich auch. Das gehört einfach auch dazu. Aber das irgendwo gibt es eine Grenze, dann ist es Sammlertum. Es ist wirklich ein Unikat. Und dann ist es das halt auch wert. Das ist so. Für eine normale Weine gilt das nicht. Mhm. Ja. Also ich wär auch für manche Weine bereit, wirklich schon ziemlich viel Geld auszugeben, was ich gesagt habe, 21 oder sowas. Ja. Wenn ich über Weine spreche, spreche ich über Gefühle und über das kann ich nicht trennen. Ich bin falsch eingeschätzt worden, dass ich über Technik spreche. Nein. Das kann ich auch. Aber jetzt haben wir vorher so gar nicht miteinander geredet. Nein. Sascha hat nur gesagt, ob ich Zeit hätte, hat mir gedacht, sag ich, okay. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sie kommen. Ja, mit den anderen bin ich ja irgendwie ins Gespräch gekommen. Ja, den Konrad zum Beispiel, Salva, habe ich auf der Messe kennengelernt. Ne, da gab es einen guten Funkenschlag. Und gesagt, komm, wir treffen uns und dann machen wir auch Geschäft nachher. Da wusste ich schon aus den paar Minuten von der Messe, was kommt am Ende des Tages. Ne? Oder worauf läuft das hin? Und das wusste ich ja jetzt hier überhaupt nicht. Und deshalb bin ich tatsächlich auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung hier hingekommen. Und das ist eine so emotionale und dass das eine Liebesbeziehung zum Weingut wird. Oder nicht zum Weingut, zum Weinberg wird. Das habe ich nicht erwartet. Und das ist für mich auch schön. Ne? Ich will ja auch keinen 9-to-5-Job machen oder 0815. Wenn es ganz anders kommt, als man denkt, dann ist es eigentlich besonders schön für mich. Danke. Ja, deshalb mache ich ja auch so verrückte Sachen. Ich mache nochmal einen Weinladen auf nach, keine Ahnung, was ich alles mache. Ich habe schon Sachen gemacht. Ich bin 1949 geboren. Und es gab mir gesagt, also muss man rechnen und so. Also ich fühle mich ja immer noch wie, naja, ich sage mal, jetzt sind wir 25, aber wie 32 oder so. Ich könnte immer noch, ich habe da einen riesen Spaß daran. An schöne Sachen in der ganzen Welt. Ja, ja. Schöne Sachen, freut mich drüber. Ich freue mich auch über Sachen, du kannst auch eine Freude haben über Sachen, die dir nicht gehören, wenn es schön ist. Absolut. Also ich liebe auch Sachen, die an sich andere weinen oder anders sind. Boah, da gehen mir die Augen auf. Wunderbar.
das Gehören oder das Besitzen ist ja nicht. Nein, nein. Also ich habe eine. Ich bin also extrem dankbar meiner Geschichte gegenüber, dass ich überhaupt solche Weinberge in die Finger bekam und damit arbeiten konnte. Und manche Partituren geschenkt bekam und die aufführen konnte, auf meine Art. Auch nicht schlecht, ja, anders wie ne. Aber auch Geschichte, schön, finde ich auch so, finde ich super gut. Ganz leicht, 11,5 Volumenprozent hatte ich, glaube ich, nur. Oh, das ist nichts, das ist an sich. Das war eine Ausläufer, hat viel gefehlt. Die hatte ich aufgemacht, weil wir irgendwann so mal ältere Weine probiert haben. Und dann steht die also im Kühlschrank, weil ich die da um Collins zeigen will, der Anne zeigen will. Und irgendwie, und der Sascha hat die da im Griff gehabt. Jetzt trinken wir die ganzen Reste weg. Machen wir. Ja, das ist schon sehr spannend. Ich finde das jetzt schön, das aus einem Weinberg. Ja? Das sind die gleichen Reben, also aus dem gleichen Fläche. Verstehe ich alles und deshalb ist das auch sehr spannend für mich. Und das ist das Schöne auch, wenn man jetzt... Unglaublich, ne? Ja, sowas im Keller. Und war ein schlechtes Jahr. War kein großes Jahr. Also nicht schlecht, war ein kleines Jahr, ein kühles Jahr. Nicht große Reife gehabt. Mhm. Wie im Neuen war viel reifer, viel früher geerntet. Hier, das ist spät geerntet, im November geerntet. Ja, das ist ja fast bombastisch. Kühler strukturiert, aber steht wie eine Eins. Diese mineralische Klarheit, diese puristische Klarheit, das ist aristokratisch. Also das ist eine Lady, sie läuft durch den Raum und es ist alles ruhig und sie geht raus und die sagen, wer war denn das? Die hat gar nichts gesagt. Wer war das? Was war das? Was war das? Eine innere Ausstrahlung. Manche Weine haben das. Und dieser Weinberg hat das immer gezeigt. Dass sie viele Weine, das ist ja lang vor meiner Zeit, haben die schon drüber geschrieben und haben sich gestritten drüber. Manche Weinberge haben das. Es sind einzelne große Weinberge, die haben das. Ja. Delgin kann das vielleicht auch. Ob sie es überhaupt kann, weiß ich nicht. Also ich habe euch ein paar große Flächen gezeigt. Die können das, in diese Richtung gehend. Ja, dieses Projekt, das liebe ich total. Ja, also wenn Menschen an Dinge rangehen und was sehen, was eigentlich alle anderen nicht sehen, und dann gibt es darunter nochmal einen Weinberg und mit der Mauer reingezogen. Das wollte ich Ihnen zeigen, das ist so eine Idee. Ja, das ist eine Idee. Ja. I have a dream. Ja, genau. Ich habe ständig einen Traum. Ich brauche das, sonst kann ich abends nicht einschlafen. Ich habe einen Traum. Ich habe im Delgin jetzt die letzten Tage beim Einschlafen, bin ich ständig am Überlegen mit den Zeilen, mit dem Jarek, der Jarek ist ein Pole, der lang bei uns ist. Und mit dem unterhalte ich mich dann, Jarek, wie machen wir das? Und dann überlegen wir, wie weit stecken wir die Stück auseinander, wie das. Ich weiß jetzt schon, wie der schmeckt. Meine Fantasie. Mhm. Ich weiß, wie der schmeckt. Ich erwarte ihn nur noch. Ich weiß, wie er schmeckt. Ob ich das erlebe, aber ich weiß, wie der schmeckt. Wenn die keine Fehler machen, weiß ich, wie er schmeckt. Das ist mir klar. Er kann später gar nicht anders schmecken. Ja. So schlafe ich ein. So. Das ist meine Fantasie. Da vergesse ich das. Aber das ist meine Fantasie. Das brauche ich. Und da träume ich davon. Und dann beschäftige ich mich wieder anders an, aber dann ist das wieder da. Und das entspannt mich auch unheimlich. Ich fahre dann abends hin, alle sind weg. Jetzt wird es zu früh dunkel. Lauf dann oben, lauf die Treppe hoch, lauf die Runde. Riech, wie es in der Landschaft riecht. Bin mal morgens ganz früh da, bin abends da. Mache ich an der Hermannshöhle. Riech, wie die Landschaft ist, schau mir das an. Zu mehreren Tageszeiten, ganz allein. Und lass das auf mich wirken. Saug das ein. Dann erkenne ich die. Und die sind unterschiedlich. Es riecht ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Die Nebel ziehen anders morgens. Heute Morgen schon, habe ich schon beobachtet.
Schloss Böckenheim kommen die Nebel über den Fluss gezogen. Ganz anders. Hermannsfeld ist dann, kommt die Morgensonne raus. Anderer Geruch, andere Temperatur, anderes Gefühl. Laufen dadurch. Lass dich auf mich wirken. Entschuldigung, meine Beziehung zu Wein. Ich will euch nicht belästigen. Aber das ist mein Weinbau. Und dann verständlich, ein bisschen, was ich gesagt habe, auf einmal ein bisschen Angst. Jetzt will ich nichts verkehrt machen. Außerdem hat man eine begrenzte Zeit von Jahrgängen in seinem Leben. Und der Punkt ist da, wo aus der Intuition und aus der Vorstellung dann sozusagen die Schaffenskraft kommt und jetzt setzt man es um. Ne? Ja. Und dann auch wieder jetzt das schöne Gefühl, jetzt im Keller zu gehen, letztes Jahr und okay, ist das wirklich so? Wie das wird? Ja, toll. Noch einen Jüngeren, dass wir nicht bei den Alten stecken bleiben. Jetzt haben wir nur Hermannshöhle gemacht, das ist doch lustig, ja, oder? Das ist toll. Jetzt machen wir noch 16. Jetzt trinken wir trinken nur angebrochene Flaschen. Das ist spektakulär. Das ist außerordentlich gut. Also vom Fachlichen her, auch so lange offen und so ein bisschen unten drin. Und der war schon nicht voll. Sie sehen, das war oxidiert. Das waren Auslöser, die Korken waren nicht so perfekt. Deshalb habe ich sie aufgemacht. Ich denke, die wäre nichts mehr. Nein, das darf nicht wahr sein. Und da hat er mir immer besser gefallen. Erster Moment war er nicht so perfekt, wie er aufgemacht war. War so ein bisschen verwaschen im Geruch. Hat ein bisschen gebraucht. Und ist Zug um Zug, wie die Flasche offen stand, besser geworden. Der hat jeden Tag besser geschmeckt, wie am Tag davor. Obwohl es gerade theoretisch umgekehrt sein müsste. Mhm. Er müsste schlechter werden. Das ist nicht kaputt gegangen. Zäh wie noch was. Wärmeres Jahrzehnt, 16, viel wärmer. Obwohl es nicht von den heißen Jahren war. Riecht man schon. Mhm. Und trotzdem ist eine Grundverwandtschaft drin zu dem. Mhm. Die Grundverwandtschaft ist da. Weil der 16er ist dem 94er näher als dem 9er. Ja, viel näher. Mhm. Der 9er ist ein Ausreißer. Der 9er ist dieses fettere, wärmere. Ja. Er riecht ja auch viel wärmer als der 9er. Ja, ja. Da könnte man fast sagen, dass übrigens, jetzt kommt sowas. Übrigens, 16, also in der Diskussion jetzt auch Generationen, meine Vorstellung von Wein, Vorstellung von Konditz von Wein. Ich bin groß geworden mit diesen Jahrgängen, ja. Mhm. Und habe gewahrt, der ist sehr spät gelesen. Und hat trotzdem nur 11,5 Volumenprozent. Also die Zuckerleistung damals, weil es in Kühlers einfach kälter war und nicht so Einstrahlung, war nicht da. Das ist viel wärmer und früher gelesen. Und 9, da habe ich noch zu viel Einfluss auf den Cornelis gehabt. Da hat er zu viel noch auf mich gehört. Da hieß es, warte noch ein bisschen. Ja, warte noch ein bisschen, haben wir diskutiert, ohne Ende. Und also das ist fetter. Wenn ich nach meinem Gesichtspunkt, nach dem Gesichtspunkt, die letzten Jahrzehnte ausgebaut werden, wäre das extrem mächtig geworden. Mhm. Also dann musste man auch reagieren und das ist also auch etwas, was also jetzt, wenn man das probiert, wenn jetzt Leute Wein kaufen, doch schön ist, diese Zeit, Generationenwechsel, klimatische Situationen, mit Wein zu diskutieren, wunderbar. Ja. So, und jetzt kann noch jemand kommen mit Musik und so, sagen, okay, oder auch mit Moden. Was ist passiert in der Zeit? Auf welchem Trip waren wir damals? Ja, ja, die Mode sagt, wann hole ich den Wein rein, oder? Ja, ja, ja. Mhm. Mode vergeht, sehr schöne Zeitreise. Mode vergeht, Stil bleibt. Mhm. Coco Chanel hat mir gut gefallen. Der ist jetzt rein von der Nase perfekt. Oder? Ich sag doch, 10 habe ich nicht getrunken, weil es war an sich ein kühles Jahr und der war zu sauer mehr am Anfang und ich fand den nicht reif genug.
ist ja auch viel persönliche Vorliebe, was man ja trinken möchte. Ich finde 16 besser wie den. Ja. Ja. Aber das ist persönlich. Wollte ich gerade sagen, ich finde den 10er einen Ticken besser. Ja, ich weiß. 10er hat ganz, ganz viele Wettbewerbe. Der hat ganz viele Wettbewerbe gewonnen. Bitte. Das macht mich jetzt, weiß ich nichts von. Der hat aber ganz viele Wettbewerbe gewonnen. Vollkommen eng. Ich vergesse okay. Das auch. Das ist mir nicht so wichtig. Trotzdem, also jetzt hier in der Reihenfolge mir, ich bin ja ein Fan von dem gewesen. Mit großem Abstand. Weil das so spektakulär ist. Und 14 finde ich auch gut. Oh, aber das ist, 21 wird das auch mal werden, aber der ist zu jung. Das trinkt sich jetzt auch gut. Wenn wir schönes Essen hätten jetzt hier, wir hätten den nichts auszusitzen. Sowieso nicht. So, jetzt hören wir also, dass ich das nicht weiß, dass der so viel abgeräumt hat, der 2010er Jahrgang, das tut mir leid. Aber wir haben auch da eine strategische Entscheidung gefällt und gesagt, wir kümmern uns um diese ganzen Punkte und... nicht. Genau, wir kümmern uns da gar nicht drum. Weil wir... Das Beste. Weil wir wollen ja, dass die Leute auf der einen Seite, ich verkoste übrigens auch blind, ich weiß nicht, ob ich eine Hermann zu dem Glas oder was anderes, wenn das gut ist, kommt es in die Listung, beziehungsweise wir machen das. Richtig. Aber ich möchte vor allen Dingen, dass die Leute nicht unbedingt das Etikett trinken. Richtig. Weil es soll ja Spaß machen. Ich habe das ja auch, glaube ich, heute nur sporadisch erwähnt, hier und da. Ich habe das erwähnt, ganz sicher, über die Aussage, die Bewertung des Weinbergs. Das ist eine andere Aussage. Mhm. Wie über die Aussage über die Bewertung einzelner Weine. Da bin ich sehr zurückhaltend, weil das ist eine Momentaufnahme von einzelnen Personen, die das machen. Mhm. Was ich sehr wohl wichtig finde, die Bewertung oder die Wertschätzung einzelner der Landschaft, der Weinberge. Mhm. Das ist was anderes. Das andere ist eine Momentaufnahme. Und das unterliegt auch modischen Richtlinien und einzelnen Personen. Und da will ich mich nie davon abhängig machen. Gut, Cornelis und Anne veröffentlicht das halt häufiger. Ich habe das nie gemacht. Ich vergesse das auch. Ich überlese das auch, nebenbei gesagt. Ich lese Ratings über unsere Weine ungern oder nicht. Ich weigere mich sogar. Ich sehe halt für den Endkunden oder den Endverbraucher das große Problem, dass ja die Anbieter am Markt teilweise eigene. Das ist in der Zwischenzeit eine Inflation. 10 Euro Wein mit 99 Punkten kaufen, den irgendein hauseigener Sommelier vergeben hat. Und da haben wir einfach gesagt, das macht unterm Strich überhaupt keinen Sinn. Ne? Nein. Ich bleibe dabei, eine Bewertung der Landschaft oder sowas, wenn überhaupt, oder darüber schreiben. Übrigens, das ist das schlechter Journalismus, sich zurückzuziehen nur auf Punkte oder für irgendwas. Das ist für mich ein Maßstab, der kann nicht richtig über Wein schreiben. Schreibt über Wein mit euren Worten. Ja? Das muss doch reichen eigentlich. Das müsste reichen, ja. Die Aufgabe ist halt, Spaß oder... Erklärt den Menschen, wo der Wein herkommt, was das für ein Wein ist und was diesen Wein liebenswert macht oder wie auch immer mit euren Worten, mit eurer Art. Aber wenn ihr euch darauf zurückzieht, 91 Punkte, 99 Punkte, 93 Punkte, brauchst du überhaupt nichts mehr zu schreiben. Was war denn das? Also das ist ja wie bei euch, was weiß ich, da dreht die das Mikrofon laut oder leise oder wie auch immer. Oder, also in dieser, wir haben ja eben über die Musikbranche ein bisschen geredet, Musik, Hi-Fi, High-End. Die haben eine ganz spannende Geschichte gemacht. Beim Wein ist ja bei 100 Punkten Schluss. Mhm. Da gibt es mittlerweile Geräte in der Hi-Fi-Branche, die kriegen 130 Punkte, weil denen nichts mehr einfällt. Das ist aber bekloppt, oder? Das ist bekloppt, ja. Also ich dieses Jahr die Hermannshöhle mit 131. Ja. Ich hab das schon vor zig Jahren gesagt. Da waren ganze Dinge da. Und sag ich, okay, jetzt ist das jetzt Ende der Gelände. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt sterben wir. Jetzt hören wir auf mit dem Weinbau. Das ist Quatsch. Kokolores. Es ist ab. Gut, die Welt tickt so, man muss fair sein und manche wollen das so und das ist einfach, die haben nachher keine Lust, so Artikel zu lesen, sondern... Ja,
Wie auch immer. Egal, so ist die Welt. Gibt es noch eine Entwicklungsperspektive? Weil ich meine, das ist doch eigentlich schon der Olymp, den man bei Riesling machen kann. Nein, jedes Jahr etwas anderes. Jedes Jahr neue Herausforderungen. Nee, es ist eine Partitur, die man unterschiedlich bewertet und wie auch immer. Das ist jedes Jahr jungfräulich. Es gibt nichts hier noch besser und es gibt hier, das ist der Beste und den gibt es nie mehr. Quatsch. Nee. Hast du es gern mit mir zu tun? Das ist meine Familie, okay? Mhm. Und du lernst mich, wie ich älter werde. Du lernst mich in der Frühschaffensphase meines Lebens, in meiner Elternphase. Du lernst uns kennen hier in Bedingungen, wo wir uns vertragen haben, wo wir uns nicht vertragen haben und so weiter. Also eigentlich das Leben im Hier und Jetzt, oder? Ja, ja. Das ist schon auch sehr philosophisch. Wo ist die schönste Oper von Verdi? Oder wo? Der hat auch zwischendrin Phasen gehabt in seinem Leben, wo seiner Familie, wo es ihm scheiße ging. Oder wo ist das schönste Stück von Puccini oder von dem oder von jenem? Ja. Es gibt keinen Endpunkt. Wenn ich in meinem Leben es schaffe, dass über manche Weine später gesprochen wird, habe ich alles erreicht. Das war schon eine Antwort auf eine Frage, die ich sonst noch gestellt hätte. Ja, toll. Da Endpunkt und 100 Punkte und mehr noch. Schwachsinn. Muss es geben, will ich auch nicht abhängen, will auch keinen. Es gibt eine Reihe von Journalisten, die ich sehr hoch schätze, die auch das machen. Ja? Mhm. Das ist ihr Job und sie leben davon und sie machen ihren Job sehr gut. Und sie sind seriös, sie sind nicht korrupt, sage ich mal so. Mhm. Und das ist absolut in Ordnung. Da gibt es eine ganze Reihe, mit denen ich gern zu tun habe, mit denen ich übrigens auch so reden kann, wie wir jetzt reden. Aber es ist ihr Job, wo sie da drin leben und die Gesellschaft ist so, wie sie ist. Und wenn sie es gut machen, ist es absolut in Ordnung. Und es bringt auch Menschen dazu, vielleicht hier und da etwas tiefer reinzuschauen. Mhm. Und dann ist okay. Ja, das ist ja die Aufgabe. Ja, das ist die Aufgabe und die machen es auch gut. Dass das in der Zwischenzeit manchmal eine gewisse Inflation ist, okay, das ist halt so. Wie haben wir uns jetzt verkraften? Die überdauert das. Die Guten verkraften das. So, jetzt haben wir lauter Trockene getrunken. Irgendwann müsste ich auch noch mal so als Zwischendessert einen Fruchtigen geben. Ja. Wir sind auf dem Weg von der Hermannshöhle kurz durch die Klamm gefahren, also da, wo wir um die Kurven gefahren sind. Und da haben wir zwar schon immer Weinberge, aber wir haben das nie separat ausgebaut. Und vor etlichen Jahren konnte ich da aus meiner Familie, mein Großvater hatte drei Brüder und dann wurde der Betrieb irgendwann geteilt, aber ich bin der einzige Überlebende, der Weinbau macht und so. Ich habe also Zug um Zug die ursprüngliche Fläche meines Urgroßvaters, also unsere Familie war nicht zerstritten, aber die anderen haben irgendwann alle aufgehört, Weinbau zu machen. Und die Weinberge haben wir Zug um Zug wieder zurückgenommen. Also wir haben sie zusammen bearbeitet. Ja. Also, und jetzt in der Zwischenzeit haben wir es doch einen Hektar Klamm, der hatte ein größeres Stück sogar wie wir, weil sein Opa mehr bekommen hat wie mein Opa. Mhm. Und den haben wir als Kabinett ausgebaut. Also insofern ist jetzt der Kontrast zu den Trocknen da. Weil Riesling das auch kann. Geht auch. Das geht sehr gut, ja. Das ist wieder das erfrischende Dessert jetzt dazwischen. Mhm. Wir haben jetzt die Hauptgänge gehabt. Jetzt brauchen wir so ein Fruchtdessert. Das ist also auch etwas, was Riesling manchmal in der Welt Schwierigkeiten bereitet hat, weil er diese zwei Talente hat. Es gibt keine Rebsorte, die
zwei Stilrichtungen gleichbedeutend mit hohem Niveau bedienen kann. Riesling kann das, also im trockenen Bereich und im süßen Bereich. Das sind ja zwei ganz verschiedene Weine. Mhm. Weltweit hat der Riesling vielfach Furore gemacht in diese Geschmacksrichtung, also mit einer gewissen Balance Säure-Süße. Und die trockenen Weine waren früher natürlich, alles war trocken, aber dann wurden sie ein bisschen vergessen und andere Rebsorten haben diesen Part erfüllt und sind erst wieder die letzten 20 Jahre zurückgekommen auf die Bühne der Welt. Und dann hat man ein bisschen diese vergessen. Jetzt haben die fast sogar eine gewisse Renaissance. Ja, sehe ich auch so. Also der Kabinett ist ja eigentlich eine Moselgeschichte. Ja. Wie ordnet der sich jetzt hier von der Nahe, von Ihnen ein? Wir sind, ich sage mal, Geschwister, die Mosel und wir. Wir sind mehr Geschwister wie der Rheingau und wir. Die Moselaner, also der Willem Haag hat immer gesagt, der Helmut ist ein Winzer von der Mosel im falschen Gebiet. Das können wir genau. Das ist genau das Gleiche hier. Also, ich habe an dem nichts auszusetzen. Nein. Das ist ein großartiger Wein. Überhaupt nicht. Wir haben von dem Grundstil große Verwandtschaft zu den Moselanern. Die Weine sind etwas schlanker wie im Rheingau und sowieso schlanker wie in der Pfalz. Diese feinkritische Frucht, dieses fast tänzerische und diese zitrusartige Säure. Also diese Säure, die da ist, aber nicht sauer ist, sondern diese Beschwingtheit, dieses helle Klingende, so pointiert, so genau treffend, diese Peaks. Das hat der Riesling extrem an der Mosel und hier. Wir sind fast noch ein bisschen mehr verwandt mit der Saar. Also, ich bin sozusagen so ein bisschen wie Zilliken und wie diese Richtung. Dieses bisschen härtere sogar an der Säure noch haben wie die Moselaner, wie die Mittelmosel. Aber trotzdem, da kann man so ein bisschen streiten. Bei uns sind manchmal die Lagen so. Ich habe manche Lagen, sage ich, oh, das ist fast mehr Mittelmosel, und dann sage ich, nee, das ist mehr Saar. Also da haben die Trauben, die hier reifen, in eine große Verwandtschaft, ein großes Talent. Also da würde ich sagen, da sind wir extrem harte Konkurrenz zu der Mosel. Aber da sind wir verwandt. Extrem hier, wenn man weitergeht Richtung Rhein, wird das anders. Das ist hier das obere Stück, wo das Tal eng ist. Wir haben hier auch, also wir sind ja durchs Tal gefahren, ja. Die höchsten, hohe Kontraste zwischen Tag und Nacht. Weil wir sitzen hier auf 120 Meter, 126 ganz genau, und der Berg hier ist 426 hoch. Also die kalte Luft nachts sackt ins Tal. Hier geht es relativ schnell abends nur unten. Mhm. Über Tag ist es manchmal sogar wärmer wie rundherum, weil der Wind, dann ist windstill und dann knallt die Sonne hier ins Tal rein. Und dann dieses Spiel, das liebt der Riesling. Weil nachts hält er die Säure, diese feine strukturierte Säure. Und dann muss das reicht aber nicht allein, da muss der Boden dazu kommen. Dann darf es kein fetter Lehm sein, sondern also moselanische Schieferböden, genau. Hier die Schieferböden, ja, ja. Und die vulkanischen Böden, Sandstein, diese Böden, die eine gewisse Leichtigkeit darstellen. Wenn da Lehm und Fett dazu kommt, werden die Weine natürlich kriegen Muskeln und kommen daher, dann sind es eher Vertreter für trockene Weine, aber haben nie diese Filigranität. Das war die Erklärung, die ich für den Wein gewünscht habe. Ja, das ist das. Diese Filigranität. Müssen langsam reifen, müssen ein bisschen kühler sein, insgesamt so ein bisschen kühleres Element drin haben. Das ist übrigens die Rieslinge hier, das ist der Frühling. Das ist der Optimismus des Lebens. Die Weine hier, das ist kein Schwermut, sondern das ist eher Beschwingtheit, Optimismus, Freundlichkeit. Nicht schwermütig, dumpf oder so, boah, schwer,
schweres Essen. Das ist nicht hier. Mhm. Das ist auch hier. Das ist, es war doch nicht so schlimm. Es geht doch. Das ist, eine sehr schöne, ist doch Leben. Das sind sehr schöne Übersetzungen von Wein. Ja, Frühling. Ja. Das ist helles Licht. Das sind helle Farben. Das ist wirklich helles Licht. Das ist nicht Abendschwermut, oh je, alles schlimm und es geht weiter. Das musst du trinken, wenn du schlechte Nachrichten hörst, denkst du auch. Die muss man eigentlich hören. Vergiss es. Ja. Okay.